So, wir starten sofort weiter rein mit unserem Avon Colony. Ja, soll man das Let's Play nennen? Wahrscheinlich eher antesten, ne? Ich würde sagen, neue Mission ist verfügbar. Let's go. Naniden herstellen. Das wäre tatsächlich mal eine gute Idee, ja. Um eine selbstversorgende Kolonie zu erschaffen, müssen wir als nächstes mit der Herstellung deiner eigenen Naniden für den Bau beginnen. Ein Nanidenprozessor stellt neue Naniden künstlich aus Eisen oder Kupfer her, das du förderst. Du kannst dieses Gebäude überall platzieren. Es muss nicht auf einem Metallvorkommen platziert werden. Mhm. Kriege ich schon wieder Essen nachgeschmissen. So, eine Lasermine. Ne, machen wir natürlich nicht, ne? Stufe 2 Mine. Machen wir auch erstmal eine Stufe 1 Mine? Wahrscheinlich, ne? Hier oben haben wir Braun. Was war das? Das war Pottasche. Das hier war Eisen. Okay, dann nehmen wir natürlich das Eisen. War schon richtig so. Keine Bautronen in Reichweite. Okay, interessant. Wo sind hier meine Bautronen? Wir sollten wahrscheinlich ist das schon... Ne, ich überspringe direkt schon wieder mehrere Dinge. Ich sollte erstmal so einen Nanidenprozessor bauen. Nein, Nanidenprozessor. Den baue ich jetzt einfach mal nach hier außen, nehme ich an. Denn das liegt da so ungefähr dazwischen. 8 Arbeiter oder 6 Arbeiter und 8 Energie. Kann sogar auch die Prioritäten einstellen. Ich vermute mal, das nächste wäre dann, dass wir hier oben die Mine anschließen müssen. Ich bin einfach schon mal so frech und baue mal einen Tunnel nach da oben. Da können nämlich dann, während wir hier warten, die Drohnen schon mal an die Arbeit gehen. Wobei wir natürlich in irgendeiner Art und Weise unser Drohnennetzwerk ausbauen müssen. Schiffe und Fahrzeuge. Hovercar Station. Okay. Zuwanderungszentrum, ein Handelszentrum. 57 Reis. Wir haben gerade aktuell ein bisschen wenig Nahrung am Start. Eine Mini-Lagerhalle. Gibt es wieder Bonbons für? Okay, okay. Dann bauen wir doch eine Mini-Lagerhalle noch irgendwo hin. Warum bauen wir nicht gerade eine größere? Verstehe ich nicht. Je größer das Gebäude, desto effizienter wahrscheinlich, nehme ich an. Bauen wir einfach mal hier nebendran, neben unsere Fabrik. Haben wir auch nur eine Drohne anscheinend am Start. Megabauten. Weltraumlift, geil. Und ein Stadion. Erdgeschichtszentrum. Ach, wer interessiert denn die Erde bitte? Luftsystem. Ansauglüfter. Luftfilter. Kommt noch einiges auf uns zu. Ich überfliege schon mal ein bisschen was davon. So, wieder ein paar Bonbons für uns. Und es ist anscheinend auch wieder Frühling. Deswegen machen wir jetzt auch ordentlich plus, was Nahrung angeht. Gefällt mir. Belohnung verfügbar. I'm pleased with the progress of your colony. You may select one of the following resources. Okay, wir kriegen wieder was geschenkt. Wir können mehr Naniden nehmen. Die stellen wir uns aber wahrscheinlich bald selber her. Brot oder Zuwanderer. Ich glaube, wir nehmen sogar die Zuwanderer. Mehr Arbeitskraft erscheint mir sinnvoll. Ja, machen wir so. Dann können wir vielleicht die Fabriken ein bisschen mehr noch besetzen, denn ihr seht schon, ne, da ist auf jeden Fall Arbeitskraft. Ein Mangel an Arbeitskraft haben wir da. Tja, ich muss jetzt trotzdem noch rausfinden, wie wir hier... Lass uns mal kurz gucken, dass ich natürlich auch das Naniden-Ding in Schwung bekomme. Wir stellen das aktuell her. Ich weiß zwar nicht genau aus was, aber ich vermute mal aus Vorräten. Okay, okay. Baue ein Zuwanderungszentrum, dann machen wir das doch mal. Ein Zuwanderungszentrum. Ja, keine Ahnung. Ich versuche das vielleicht ein bisschen schöner zu gestalten. Da sollten wir, wahrscheinlich da das ein Zentrum ist, sollten wir das relativ zentral auch irgendwo aufstellen hier. Vielleicht hier hin, ne? Nicht mit Kolonie verbunden. Ich sehe das ja. 4 Arbeiter müssen da arbeiten. Ah, vielleicht so einfach. So, die Eisenmine brauche ich jetzt trotzdem noch, unabhängig davon. Mine der Stufe 1. Keine aktiven Bautronen. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, wie man... Ah, hier, Drohnenverwaltungsgebäude. Bautronenknotenpunkt. Unterstützt Drohnen, die innerhalb eines begrenzten Radius operieren. Ist das einfach größer? Mehr Drohnen? 5 Arbeiter? 108 Energie? Polizeidrohnen? Ach, hör auf. Bauen wir mal so ein großes Ding hier, oder? Oh ja, das ist einfach größer. I see. Ja, dann wird sich das ja eigentlich wunderbar machen, wenn ich das hier oben dran setze. Muss anscheinend also überlappen. Das erinnert mich auch an Surviving Mars. Also natürlich alles im positiven Sinne, ne? Surviving Mars ist ein tolles Spiel, versteht mich nicht falsch.
Das ist ein tolles Spiel. Und das hier gefällt mir soweit eigentlich auch erstmal. Ist relativ intuitiv, ne, soweit. Deswegen, das passt schon. Wir drehen mal die Geschwindigkeit voll hoch. Das Zentrum dauert ganz schön lange zu bauen. Wir müssen auch mal schauen, dass wir vielleicht noch ein bisschen Wasser reinbekommen. Bisher hält sich das aber tatsächlich noch positiv in Grenzen. So, da kommen die ersten neuen Migranten angeflogen. Neue Mission verfügbar. Wir möchten die Kolonie wachsen sehen. Wenn du 50 Kolonisten ernähren kannst, belohnen wir dich mit Naniden und Nahrung. Um das zu erreichen, benötigst du ein Zuwanderungszentrum mit ausreichend Energie, Personal, um es zu betreiben. Wir brauchen auch ein wenig Wohnung, um die neuen Zuwanderer unterzubringen. Ja, ja, ja. 50 Bonbons. Und was ist das nächste? Baue ein Habitat. Ich versuch's tatsächlich nochmal. Vielleicht habe ich das auch einfach nicht gespeichert. Die Sprache drehe mal voll hoch. Den Rest drehe ich einfach nochmal ein bisschen runter. Ich will tatsächlich die Damen, wenn sie schon die ganze Zeit hier... Ich habe es wahrscheinlich einfach nicht angewendet. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die Reden sind jetzt ein bisschen lauter. So, baue ein Habitat. Das machen wir doch sofort. Habitat der Stufe 1. Ich würde das vielleicht sogar ein bisschen versuchen, hier außerhalb zu platzieren. Wobei ich jetzt wahrscheinlich nicht das Dunkelgrüne nehmen sollte, dass die vielleicht ein bisschen außerhalb wohnen. Ich meine, ich könnte das auch hier dran anschließen, aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich dann so einen Tunnel, oder? Oder wir bauen so ein bisschen in diese Richtung vielleicht noch. Das sind halt nur Lagerhallen bisher. So schön im Grünen neben der Farm. Wäre das dann angeschlossen hier direkt? Ich glaube, ich baue das mal hier hin. Weil ich mir das wahrscheinlich lieber noch einen Platz hätte freilassen sollen, dass wir da auch rauskommen. So, ne? Fantastisch. Ein Habitat. Ja, bauen wir als auf jeden Fall jetzt erstmal die nächste Drohnenproduktion hier, beziehungsweise einen Drohnenknotenpunkt. Ich weiß nicht, ob wir dann auch wirklich unbedingt eine weitere Drohne bekommen. Das wird sich dann zeigen. Noch ein bisschen Limonade bekommen wir. Zählt das eigentlich auch als Wasser? Oder ist das Nahrung? Wahrscheinlich ist Limonade, habe ich mal irgendwann in einem Bericht gesehen. Da ging es darum, dass Limonade, glaube ich, als Lebensmittel deklariert wird. Und deswegen, oder ich glaube, Limonade war ein geschützter Begriff. Und deswegen, da hatte irgendwie so eine Bio-Limonade, hatte zu wenig Zucker und durfte sich deswegen nicht mehr Limonade nennen. Das war auch sehr wild. So was gibt es wahrscheinlich auch nur in Deutschland. So, ich drehe die Geschwindigkeit mal ein bisschen hoch. Unsere eine Drohne, die ist hier ordentlich am Schuften. Aber das ist schon okay. Dafür ist sie ja Drohne geworden. Dann als nächstes vielleicht eine weitere Mine hier oben auf dem Eisenvorkommen. Nicht mit der Kolonie verbunden, das macht gar nichts. Wir ziehen auch hier einen Weg nach oben durch. Ah, das sind sogar zwei Drohnen. Können wir das kleine Ding hier ausbauen? Kann ich das hier upgraden? Das wäre wahrscheinlich total sinnvoll. Zuwanderungsschiff angedockt, 3 Zuwanderer, 0 Auswanderer. Das erinnert mich tatsächlich jetzt sehr stark an Tropico. So, Mine der Stufe 1. Ich würde ganz gerne dieses Drohnen-Dings hier einmal upgraden. Können wir sogar direkt verdoppeln in der Theorie. 8 Energie. 32 kostet uns einfach nur Naniden, das Ganze. Kann ich auch, tatsächlich ist leider blockiert. Kann ich also nicht. Schade. Das ist schade. So, wir bräuchten mehr Zuwanderer. Definitiv sogar. Erst 41% im Bau. Welche komischen Viecher, die hier rumfliegen. Kann man diesen Fisch eigentlich angeln? Wie ist das? So, die Mine hier hinten ist schon am Start. Wir bräuchten sehr, sehr viel mehr Arbeiter. Glaube ich. Melonen und Pasta essen die. Ansonsten können wir natürlich auch nochmal schauen, dass wir vielleicht unsere Nahrungsproduktion ein bisschen ausbauen. Die ist nämlich auch schon wieder am Einbrechen. Und natürlich auch das Wasser, ne? Auch das müssen wir... Aber wir sollten erstmal gucken, dass wir unsere Nanidenproduktion ein bisschen stabilisieren. Da wird Naniden werden da synthetisiert. Eisenverarbeitung 0, Kupferverarbeitung 14. Helko-Schlammverarbeitung. Ich weiß nicht, was ein Helko-Schlamm ist, aber das wird schon seine Richtigkeit haben. Wir könnten ansonsten auch hier hinten noch ein bisschen Pottasche abbauen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir uns hier unsere Missionsbelohnung reinholen. Zuwanderungsschiff ist okay. We have some thoughts on how to improve the air quality in your colony. Hat sich jetzt nicht wirklich verändert, die Lautstärke. Wir bewegen uns schnell auf einen Punkt zu, an dem die Luft in unserer hermetisch abgedichten Kolonie verderben wird, wenn wir nicht aufpassen. Besonders der geothermale Generator wird die Luft ziemlich schnell verschmutzen. Platziere ein... Hä, wieso das denn bitte?
Platziere einen Ansauglüfter, um äußere Atmosphäre zu filtern und Sauerstoff in deine Kolonie zu befördern. Ist eine gute Idee, ihn so nah wie möglich an den geothermalen Generator zu platzieren. Okay, ist ja auch wild. Warum nimmt man die Abgase dann nicht sofort? Naja. Da könnte man ja direkt irgendwie mit einem Abgas, mit einem Schornstein auffangen. Aber hey, vielleicht ist das einfach zu wild, ne, dieser Gedanke. Dass man nicht erst alles in die Luft hinaus quasi verpestet und dann wieder einsaugt, sondern dass man das direkt aufnimmt, die Abgase. Vielleicht ist das einfach zu weit gedacht. 4 von 36 Einwohnern. Wir bekommen 5 weitere Zuwanderer, das ist sehr toll. Wir brauchen jetzt aber dringend was zu essen. Dringend etwas Nahrung. Insbesondere im Winter ist, naja, ansonsten hier dann Schicht im Schacht. So, Melonen wachsen hier immer noch sehr gut. Da könnten wir einfach nochmal hier hingehen, da würden wir 8 Melonen bekommen. Ansonsten 6 Mais. Wie gesagt, ich glaube die Melonen, damit fahren wir hier am besten. Alles sehr schön grün hier. 6,8 Melonen, 9,3 Melonen, gefällt mir. Können wir ruhig ein bisschen weiter außerhalb bauen, glaube ich. 9,3 gehen wir mal hier hin. So. Machen wir das Ganze noch so und so. Können wir das hier nochmal anschließen. Ich hoffe, die Leute können auch dann hier durchlaufen. Sieht aber auch so aus, tatsächlich. So, neue Mission verfügbar. Wir holen uns erstmal genau die Belohnung hier rein. Die werden immer leiser. So, wir brauchen ein Handelszentrum mit Limonade. Werden wir da auch wieder bestochen. Erfordert Energie. Da haben wir anscheinend keine Energie mehr dann. Das Handelszentrum sollten wir wahrscheinlich so ein Stück weit hier hinten reinbauen, wo wir auch unsere ganze Industrie haben. Ja, machen wir. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir natürlich diese Wohnzentren dann auch in der Nähe behalten, damit die Leute auch dann tatsächlich hier hoch können, um dort zu arbeiten. Ich hoffe, das ist auch noch in der Reichweite der Habitat. Notfalls bauen wir hier oben nochmal ein Habitat rein. So, jetzt bräuchten wir halt Strom, ne? Ist das hier schon Stufe 1? Ist das, oder, warte mal, was war denn das? Dampfgewinnungsmodus. Reduziert die Extraktion von Wasser bei diesen Erzeugungen und produziert 7,5 Wasser pro Stunde bei 50% der Kosten der Elektrizitätsproduktion. Ja, ja. Reparatur ist nicht nötig. Ich würde mir wünschen, dass man das irgendwie upgraden kann. Das ist garantiert ein Stufe 1 Generator. Cerium-Generator. 360 Energie. Sehr interessant. Das sind anscheinend solche, weiß ich nicht, größeren Kraftwerke für später. Wir bauen nochmal so eine weitere Windturbine hier auf. Die setze ich einfach nochmal hier hinten dran an die Anlage. Wo ist denn überhaupt unser Strom? Ich meine, wir könnten natürlich auch erstmal hier ein paar mehr Arbeiter reinschicken. Das machen die wahrscheinlich auch von alleine. So. Eine neue Mission verfügbar. Mensch, wir haben so viele Sachen hier noch offen. Rationen. Naniden, Limonade. Wie die meisten Gebäude wird der geothermale Generator effizienter laufen, wenn du ihn aufrüstest. Wähle den Generator aus. Okay, anscheinend kann man das wirklich aufrüsten. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Ach, hier unten. Okay, never mind. Ja, let's go, machen wir. I'd like to facilitate the trade arrangement. Export Melonen. Tolle Arbeit. Nun, da du 100 Melonen in deinem Inventar hast, exportiere sie mit Hilfe deines Handelszentrums zu uns. Öffne das Handelsfenster und wähle den geeigneten Vertrag. Der Abschluss des Handelsvertrages dauert vielleicht etwas, also musst du geduldig sein. Okay, interessant. 100 Melonen für 120 Müsli. Wir können Eisen für Gerste. Ist denn das quasi spezielle Handelsaufträge, die nur wir bekommen? Naniden exportieren, dann nehmen wir halt das hier mal. So, diesem Vertrag wurde ein Handelsschiff zugewiesen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Was macht denn unsere Bevölkerung? Haben wir noch genug Platz für alle? Aber sowas von. Belohnungen, Belohnungen, Belohnungen. So viel Naniden für uns. Zuwanderungsschiff mit 5 weiteren Leuten, die angekommen sind. Sehr schön. Und noch eine Belohnung. 26 Melonen. Ich weiß gar nicht genau, für was wir das alles bekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber ist okay.
Das ist schon in Ordnung. Wir haben viel zu wenig Arbeitskräfte. Wir müssen schauen, dass wir mehr Leute reinkriegen. Können wir die Leute irgendwie glücklicher machen? Wir fragen mal ganz naiv, ob die vielleicht... Die sind eigentlich sehr glücklich, so insgesamt. Deswegen würde mich nicht wundern, dass jetzt hier dann beim nächsten Mal ein Schwung mehr kommt. So, Sekunde. Jetzt, da du den zweiten Bautronen-Knotenpunkt aufgebaut hast, das war sogar der nächste Tipp, beziehungsweise die nächste, der nächste Erfolg, den wir schon direkt mitgenommen haben, wähle die Frachtkapsel aus und klicke auf Schaltfläche aufheben. Dadurch wird eine Bautrone bestellt, die ihren Inhalt abholt und deinem Inventar hinzufügt. Ganz hier unten ist das. Frachtkapsel, Mais, Naniden und Reis. Keine Drohne in Reichweite. Ah, okay, ich sehe, wir müssen also hier unten noch ein Ding bauen. Noch so ein Vorposten. Können wir die Steine hier wegreißen oder wie läuft das? Leider nicht, ne? Ich meine, anbinden müssen wir das ja trotzdem. Muss ich notfalls irgendwie ein bisschen außen rum gehen. So, Drohnenverwaltungsgebäude. Wir bauen natürlich direkt so einen Knotenpunkt 2. Den nehmen wir schön mit bis an den Rand der Reichweite. Also bauen wir wahrscheinlich einfach hier hin. Dann haben wir nämlich das hier unten auch alles mit eingedeckt. Nicht mit der Kolonie verbunden. Das macht auch wieder nichts. Einmal hier drüber. Es wäre echt cool, wenn man das hier... Kann man das hier auch... Das kann man auch upgraden. Ich war auch einfach nicht schlau genug, das zu sehen eben. Wahrscheinlich wäre es dann sogar fast sinnvoll, dass man immer... Ach nee, das muss tatsächlich auch eine Drohne machen. Ich wollte gerade sagen, dass man wahrscheinlich immer erstmal das Tier-1-Gebäude baut. Dann kann nämlich die erste Drohne schon mal arbeiten. Aber tatsächlich muss das auch von der Drohne upgradet werden. Dann ist das wahrscheinlich doch nicht so sinnvoll. So, Naniden machen wir immer noch plus, das ist schön. Wasser leider nicht ganz so viel. Der Verbrauch ist höher als die Produktion. Da haben doch... Na, wir hatten doch hier eine Wasserpumpe gebaut. Ich wollte gerade sagen, da gehen wir doch vielleicht nochmal hier aufs Aufrüsten auch. Dann müssten wir auch da solide dabei sein. So, hebe die Frachtkapsel auf. Das dürfte jetzt gleich der Fall sein, hoffentlich. Ein Handelsschiff ist angekommen, nachdem es die Güter mit dem umkreisenden Kolonieschiff ausgetauscht hat. Wir kriegen ein bisschen Müsli. Und eine tolle Belohnung. Direkt noch ein paar mehr Melonen. Danke für die Melonen. Ja, bitte. Ich weiß nicht, wie ist da nochmal der Typ? Wir können hier oben auf dem Kolonieschiff etwas Reis gebrauchen. Wenn du uns 160 Reis senden könntest, wäre das einfach klasse. Ich habe keine Reis, glaube ich. 21 im Inventar. Da müssten wir halt erstmal Reis anbauen. Wollen wir das, ist die Frage. Exportiere Reis. Das ist eine Quest, die wir nicht machen müssten, aber meinetwegen könnten. Dann müsste ich natürlich erstmal ein bisschen Mais anbauen. Lass mich mal kurz gucken. Man kann eigentlich nicht genug Nahrung haben, sind wir mal ehrlich. Also, dann heben wir uns halt mal ein bisschen Reis auf. Müssen wir halt schauen, wo wir das am sinnvollsten platzieren. Ja, das habe ich befürchtet, ne? Dass wir jetzt hier eigentlich gar nicht so wirklich gut Reis anbauen könnten. 6,6. Da sind die Melonen schon sehr viel effektiver. Ich will es halt auch nicht zu weit außerhalb bauen. Ich glaube, das hier wäre schon interessant, ne? Mit 5,8, das ist schon ganz gut. Sonst hätten wir auch hier nochmal 5,8. Das ist außer Reichweite. Hier hinten ist übrigens auch eine Kapsel. Wie ist denn das? Ist jetzt hier nicht sogar Reis drin gewesen? 80 Reis, dann können wir das sogar einfach exportieren, wenn wir das aufheben. Machen wir mal, mal gucken. Hier ist Gold, Naniden und Brot drin. Wow, das ist ja auch cool gemacht hier. Exportiere 160, wait, war das nicht eben noch 100? Okay, dann reicht das natürlich nicht, ne? Wo sehen wir denn unser Inventar hier? Handel... Overlay, wo ist denn unser Inventar? Ah, hier. So, wir haben aktuell 96 Reis, das ist zu wenig. Komm, wir bauen einfach ein bisschen Reis an, das schadet ja wie gesagt nicht. Das schadet ja gar nicht. Ich baue das wirklich einfach hier hin. Es muss ja auch nicht immer alles 100% effizient sein. So, machen wir einfach hier hin, zack. Und dann lege ich hier noch einen schönen Tunnel, dann haben wir das auch alles angebunden. Neue Missionen verfügbar. Wir können mehr Lagerraumkapazität bauen, um alle Ressourcen im Kolonieinventar unterzubringen. Baue eine Lagerhalle. Das hätte ich ja eben auch gemacht. Aber naja, die wollten ja unbedingt eine Mini-Lagerhalle haben.
was soll ich da sagen, ne? Was soll ich dazu noch sagen? Wir bauen das einfach mal hier mit rein. So, Frachtkapsel erworben. Wunderbar. Dann haben wir noch eine schöne Belohnung, noch ein paar Naniden und ein paar Zuwanderer. Sehr schön, sehr schön. Unsere Kolonie wächst und gedeiht. Wir haben inzwischen schon 4 Drohnen, die für uns arbeiten. Der Strom sieht auch, glaube ich, ganz solide aus. Ganz genau. Wasser ist leider immer noch ein Problemchen. Pumpt Wasser für 16 Kolonisten. Pumpt Wasser für 22 Kolonisten. Das Inventar der Kolonie nicht zu verstopfen, wird dieses Gebäude nur bei weniger als 22 Wasser pro Kolonist betrieben. Ah, okay, okay. So. Brokkoli bekommen wir dafür, das ist wunderbar. Ja, dann können wir weiter expandieren, ne? Ich würde sagen, wir holen uns hier hinten diese Kapsel, holen wir uns auch noch mit rein. Dann, ja, ne, expandieren wir auch in diese Richtung noch ein Stück weit. Hier ist auch noch eine Kapsel, die könnten wir uns theoretisch auch reinholen. 100 Naniden. Ist leider noch nicht in Reichweite. Und da gibt es bestimmt auf die Seite irgendwo auch noch so eine schöne Kapsel. Oder auch nicht. Doch, hier hinten ist tatsächlich noch eine. Amarantium. Okay. Gab es da nicht mal eine Band, die so ähnlich hieß? Das war doch auch so Power Metal oder so. Da, also tatsächlich frag mich nicht, aber ne, es klingelt dann doch irgendwie immer so ein bisschen im Unterbewusstsein. So, ich würde ganz gerne noch ein weiteres Thronverwaltungsgebäude aufsetzen. Das können wir irgendwo hier hinten reinklatschen vielleicht. Wird da auch die Reichweite größer? Ich glaube, wir nehmen tatsächlich einfach nur mal ein Eimer. Ein Einer-Gebäude hier. Ein Eimer nehmen wir hier einfach mal. Nee, natürlich nur eine Einer-Drohne. Das reicht aus. Wir wollen es vielleicht nicht ganz so sehr übertreiben. Denn das anzuschließen ist tatsächlich durchaus... Naja, ist schon teuer. Vor allen Dingen natürlich mit den Tunneln dazu. Wieso kann ich das jetzt hier nicht ansetzen? Wieso ist das hier blockiert? Hätte ich das lieber... Na, hätte ich ganz gerne nach hier oben verschoben. Können wir das hier recyceln? Sprengen. Recyceln ist auch okay, ganz ruhig, ne? Sprengen müssen wir vielleicht nicht. We have a new request for you, boss. Oh, jetzt nennt die mich schon Boss, ne? Seht ihr mal. Lass uns einen Energiespeicher bauen, um etwas überschüssige Elektrizität... Mein Gott, ne? Das ist wirklich verflucht in diesem... Es ist aber immer noch derselbe Abend, in dem ich das aufnehme, deswegen kein Wunder, ne? Das ist einfach das Wort des Tages für mich heute. Aus seiner Kolonie abzuspeichern. Das Bauen eines Energiespeichers fügt dem Fenster Kräfte und Strategien im Kolonie-Steuerungsfeld die Option Speichermodus hinzu. Wenn du hier einen Energieengpass erlebst, gibt es im Speichermodus die gesamte Energie frei und schafft dir hoffentlich ausreichend Zeit, um das Problem zu beheben. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schlau und vorausschauend. Dann bauen wir doch mal so ein Ding. Das kriegen wir bestimmt noch irgendwo hier mit reingequetscht, wo wir noch ein bisschen Platz haben. So, 8 von 36 Einwohnern. Schön, schön. Ein Handelsschiff ist angekommen und hat uns ein bisschen Reis abgenommen. Ah, okay, das wird also quasi nicht komplett ausgetauscht. Ah, okay, okay. Also die nehmen auch quasi nur noch nicht ganz erfüllte Handelsaufträge an. Schon mal quasi so eine Art Vorschuss. Sehr interessant. Sehr interessant. 40% Produktivität an diesem Standort. Ja, ja. Wir können natürlich auch nochmal das hier benutzen. Dann können wir vielleicht das Ganze so ein bisschen düngen. Reparieren, aufrüsten. Ja. Wie war denn das hier nochmal mit dieser Potasche? Steht hier leider nicht drin, ne? Plus ein Farmkacheln. Kostet 4 Naniden. Machen wir mal. Mehr Essen ist immer gut. Deaktivieren. Wie viel Potasche haben wir denn, wie gesagt, noch am Start? Kann ich das hier mal bitte wieder zumachen? Danke. 50 Potasche. Ich weiß nicht genau, wie wir das einsetzen können. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ah, hier. Nevermind. Hab's rausgefunden. 40%. Ja, dann... Ich würde sagen, wir hauen das lieber in die Melonen rein, oder? Ich glaube, wir hauen das lieber in die Melonen rein. Aus dem Inventar der Kolonie und erhöht die Effizienz der Landwirtschaft um 40%. 50 Potasche verfügbar. Was würde mich das denn kosten? Kostet uns auf jeden Fall mehr Wasser. Das kostet uns aber auch nur einmal Potasche, oder wie? Nicht genau verstanden, wie das geht. Wird das jetzt auch abgezogen? Haben wir da jetzt auch Verbrauch? Ich meine, das wäre ja an sich kein Problem, ne? Wir können ja hier oben auch einfach Potasche abbauen. Wir haben es ja am Start. Winterwarnung. Ja, das ist okay. Wir haben das ja hier am Start. Dann würde ich sagen, let's go. Zack.
Und dann vielleicht noch ein Tunnel dazu. Das ist ein Handelsschiff, ja, ne? Genau. Im Anflug. Neue Mission verfügbar. Nun, da du einen Energiespeicher hast, lass uns ein Blitzzentrum bauen. Er wird dir bei der Verteidigung deiner Kolonie vor Blitzeinschlägen im Winter helfen. Wieso gibt es denn im Winter Gewitter? Das ist ja ganz wild. Der Blitzturm kann nur Gebäude in deiner Reichweite schützen. Also versuche, so viele Gebäude wie möglich abzudecken. Das ist eine gute Idee, ihn so nah wie möglich am Zentrum deiner Kolonie zu platzieren. Meinst du ja? Da ist ein Blitzturm, ein Raketensilo. Ach, hör auf. Lenkraketen. Das klingt ja auch recht wild. Ja, ganz ehrlich, die Drohnenposten, die lassen wir hier außen so ein bisschen. Ne, die lassen wir außen vor. Das ist schon okay. Ich baue den mal hier rein, dann haben wir nämlich die ganzen Minen auch noch mit drin. So, Zuwanderer sind angekommen. Leider immer nur 5. Da haben wir noch ein bisschen Reis ausgetauscht. Bauen wir den Blitzturm. Da sind in Loop super viele Drohnen hier am Start, die den Turm hochziehen. In einem wunderschönen Ballett machen sie das. In einer Ballettaufführung. Gibt es ein bisschen Weizen oben drauf. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dann auch direkt ein bisschen Stromüberschuss haben. Jetzt müsste ich ja in der Theorie, glaube ich, noch Energie sparen hier in dieser... Wo war das noch gleich? In dieser Übersicht hier. Energiespeicher. Ah, okay, das wird jetzt quasi... Da wird der Überschuss aufgeladen. Sehr interessant. Arbeitswechselverbot. Neue Mission verfügbar. Der Führungsstab möchte, dass du deine Kolonie ausbaust. Bitte baue 3 zusätzliche Gebäude einer beliebigen Art, Tunnel ausgenommen. Wait, what? Das ist ja super random. Habe ich das jetzt nicht schon gemacht mit Potasche und so einem Kram? Wir sammeln mal ein bisschen Gold ein hier hinten. Dann brauchen wir... Also ich habe ja tatsächlich schon mehr Gebäude gebaut, als wir in Anführungszeichen halt vorgegeben bekommen haben. Wir schauen mal, was wir hier so haben. Hovercar Station, ein Transit-Hub, der es den Kolonisten ermöglicht, schnell zu anderen Hovercar-Stationen in deiner Kolonie zu reisen. Okay, Zuwanderungszentrum. Wir können theoretisch nochmal ein weiteres Wohnhaus bauen. Wobei wir da eben wirklich noch sehr, sehr weit... Ne, da haben wir echt noch sehr viel Platz drin. Drohne, was war denn hier noch? Lasermine. Nanidenprozessor, den können wir einfach mal upgraden. Das zählt wahrscheinlich nicht, aber wäre wahrscheinlich trotzdem sinnvoll. Dann können wir in der Theorie sogar irgendwann Naniden exportieren. Das nützt tatsächlich nicht ganz so viel, weil wir, naja, uns fehlen die Leute. Ne? Also ist natürlich schön und gut, dass wir in Anführungszeichen dann schneller und effizienter produzieren, aber uns fehlen einfach Leute, um das halt komplett auszuschöpfen. So, was war denn hier? Ein Forschungszentrum. Kostet uns mehr Energie. Beim Winter haben wir immer ein paar Energieprobleme. Dekontaminierung. Bar und Krill. Das ist tatsächlich auch nicht so verkehrt, ne? Verstärkerausgabe. Unterstützt die Verteilung von aus einheimischen Pflanzen hergestellte Verstärker, die Moral, Gesundheit und Produktivität deiner Kolonisten verändern können. Das klingt auf jeden Fall cool. Das nehmen wir mal mit hier. Zack. Und wahrscheinlich bauen wir noch eine Bahn. Multifunktionales Nahrungs- und Unterhaltungsgebäude. Es bietet 2 Modi, die entweder die Nahrungsqualität oder die Unterhaltungsmoral in der Umgebung erhöhen können. Wir erinnern uns an Surviving Mars. Ohne Bar ging da gar nichts. Da haben sich die Bergbauspezialisten regelmäßig aus dem Fenster gestürzt. So, neue Mission. Dann nehmen wir das hier noch mit und das hier noch. Handelsschiff ist abgereist. Wir haben auch tatsächlich dann unseren Reis verkauft. Export von Brokkoli. Wie viel Brokkoli möchtest du denn? Danke für die Reislieferung. Wusstest du, dass Brokkoli Bestandteile enthält, die das Krebsrisiko verringern? Das ist natürlich irrelevant, weil das Heilmittel gegen diese uralte Krankheit vor ein paar Jahrhunderten auf der alten Erde entdeckt wurde. Aber es sind trotzdem interessante Trivia. So, so. Ja, und dafür geben die uns Zuckerwasser, ne? Für gesunden Brokkoli geben die uns Zuckerwasser. Wer weiß, ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Ja, meinetwegen. Ich meine, wir könnten auch mal das hier raushauen, theoretisch. 20 Naniden. Ging ja quasi ständig Naniden hinterher. Komm, wir tauschen mal das hier. Oh, man kann immer nur eins tauschen, das war nicht so schlau. Ja, meinetwegen. Komm, ich erledige die Aufträge, dann ist auch unser Vitali, hieß der, glaube ich, glücklich. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Farm der Stufe 2. Farm der Stufe 3 gibt es sogar auch noch. Was haben wir hier? Handelszentrum inaktiv. Wurde lange nicht mehr gehandelt. 5 neue Kolonisten. Anscheinend können immer noch 5 Leute auf einmal kommen. So, Farm der Stufe 2. Für Reis. Das können wir irgendwo hier in diese Richtung aufbauen.
bis zur 7. Tatsächlich habe ich das immer auf dem grünen Ding platziert, weil ich gedacht habe, also es wäre wahrscheinlich sogar fast sinnvoller, wenn man die Anbauflächen dann auf den grünen Feldern aufbaut. Richtig? Wo ist denn hier? Okay, das hier ist der nächste. Ich sollte schauen, dass ich hier auch dann wieder rauskomme, ne? Unsere Wege, ich schneide mir halt jedes Mal die Wege ab. 7 Reis pro Stunde. Klingt eigentlich ganz gut. Machen wir mal. Ich hoffe, das wird jetzt hier hinten dran angesetzt. Mal gucken, wie das funktioniert oder ob das funktioniert. Notfalls reiße ich das wieder ab. Gucken, ob das jetzt hier auch an ein Feld hinten dran gesetzt werden kann. Vielleicht sollte ich auch nicht immer irgendwie Stufe 2 Farm nehmen. Okay, das geht tatsächlich. Da suchen sich dann die besten Felder aus. Kann man wahrscheinlich sogar nochmal selbst umverteilen. Wie sieht das mit der Pottasche aus? Kann ich da vielleicht noch ein paar mehr... Ja, wir produzieren mehr Pottasche, als ich brauche. Dann würde ich doch sagen, wir werden das hier auch nochmal upgraden. Let's go. Meinetwegen hier die Farm auch noch und dann die hier auch noch. Kostet mich dann wahrscheinlich auch mehr Wasser, ne? Aber ja, ich würde sagen, wir machen auch hier nochmal einen Cut. Tatsächlich, die Mission dauert doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ist aber gar nicht schlimm. Ist ja unsere erste große eigene Mission. Und dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und ja, ne, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Avon Colony. Bis dahin, macht's gut.